Bayern kennen, dann würden, ich sage es in alphabetischer Reihenfolge, natürlich drei Namen genannt werden: Beckenbauer, Ehringer, Neuner. Und alle sind da heute. Ist doch wunderbar. Lena, du hast dein eigenes Mikro. Was imponiert dir als Bayouvarin so sehr, dass du immer wieder hierher zurückkommst und dass du deinen Lebensmittelpunkt nach wie vor in Bayern hast? Bei uns im Ort, da gibt es so ein Plakat, da steht drauf: Bayern ist ein Gefühl. Und das ist halt einfach schwer zu beschreiben, was es dann am Ende genau ist. Es ist einfach das Heimkommen. Mir geht es immer so, wenn ich jetzt aus München rausfahre Richtung Berge, und ich bin ja in den Bergen daheim, und ich sehe dann auf Höhen rein, dann zum ersten Mal die Berge, da geht mir richtiges Herz auf. Und das ist eigentlich das, das kann man kaum beschreiben, aber es ist einfach dieses Gefühl, diese Heimat, die Dazugehörigkeit, Traditionen, die in Bayern noch gepflegt werden, finde ich. Und ja, einfach das Lebensgefühl, das ist ja da in dem Film auch schon gesagt worden. Franz, so wie die Lena das beschrieben hat, hättest du eigentlich nie von Bayern weggehen dürfen, so wie sie das beschrieben hat. Warum hast du es trotzdem gemacht, oder war der Grund der, dass du weißt, wie schön es immer wieder dann in Bayern ist? Ein bisschen auswärts zu schnuppern, das hat noch niemandem geschadet, in jeder Hinsicht. Und das habe ich auch getan, und es hat mich auch, ich würde nicht sagen, zum Menschen gemacht, aber menschlicher gemacht, wenn du international dich ein bisschen auskennst. Da kennen wir ein bisschen aus, durch meine vielen Reisen um den Erdball. Und deswegen ist es immer wieder schön, zurückzukommen in die Heimat. Bayern ist meine Heimat, ich bin ein Münchner, und die Heimat wird immer Bayern bleiben. Ich würde Bayern ein bisschen ausdehnen, ins Tirolerische ein bisschen mit hinein, und ins Salzburgerische, Oberösterreich würde ich noch mitnehmen. Also es sind göttliche Landstriche. Du wärst der erste Fremdenverkehrschef von Bayern und befreundete Nachbarländer aus Österreich, oder? Also ja, Menschen natürlich, und sehr, sehr angenehme, sehr freundliche. Wir sind ungefähr, würde ich einmal sagen, der gleiche Menschenschlag. Werner, was sagt der Inhaber von Ehringer Weißbräu zu der Tatsache, dass oft welche jammern und sagen, als Unternehmer hätten sie es in Bayern sehr schwer? Lohnt sich es immer noch, Unternehmer in Bayern, speziell mittelständische Unternehmer in Bayern zu sein? Oder musstest du dem Ministerpräsidenten, den du gestern ja, glaube ich, gesehen hast, ein paar deutliche Worte widmen? Das glaube ich, habe ich nicht nötig gehabt, weil er hat also 3 Stunden Fragen-Antwort gegeben über Bayern, über die Zukunft, wie Bayern steht. Gerade zum Mittelstand, das war ein Treffen der Familienunternehmen in Deutschland. Und ich glaube, dass ich sehr gerne in Bayern mit Ehringer Weißbräu bin. Das ist unsere Heimat, 125 Jahre alt. Und die politische und wirtschaftliche Umfeld in Bayern ist besser wie in jedem anderen Bundesland. Und deshalb sind wir sehr gerne hier. Haben natürlich diese unheimlichen Vorteile der Menschen, der Landschaft, des Gefühls, wie die Magdalena gerade richtig gesagt hat, natürlich. Das hat schon eine riesen Ausstrahlung. Ich bin gern hier. Wir investieren hier, wir beschäftigen hier Leute, wir stellen Leute ein, wir sind am Vorwärtsmarsch und so weiter. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Ehringer so erfolgreich sind in Bayern und in der Welt. Josef Westermeier, als Geschäftsführer bei Ehringer Weißbräu, es gibt ein Gebot, das hängt über jedem Schreibtisch, und das wird bei Ehringer strikt eingehalten. Darf ich das so interpretieren, das bayerische Reinheitsgebot? Natürlich darfst du das so interpretieren. Das ist ein weiteres Zeichen, was Bayern für einen Wert in Deutschland und in Europa und in der Welt hat. Das älteste Lebensmittelgesetz der Welt. In Bayern gegründet, Landshut und Ingolstadt, das war die Kombination. Und darauf richtet sich der Ruf des bayerischen, des deutschen Bieres heute noch weltweit. Ja, das sagt eigentlich schon wieder eigentlich alles über Bayern. Einmal sportlich und unternehmerisch so ein bisschen was angedeutet von Bayern. Hans Steinbichler, das waren jetzt so die Grundlagen. Heimat. Die Lena hat genauso wie der Franz den Begriff schon fallen lassen. Du hast Heimat als Filmregisseur, darf ich sagen, entstaubt, diesen Begriff. Bist du da beleidigt, wenn ich das so interpretiere? Wenn ich da an deine ersten Werke denke, da habe ich den Bayerischen Filmpreis belohnt. Wie interpretierst du Heimat? Wie definierst du das? Und was hat dich jetzt gereizt, einen solchen Heimatspot für Ehringer zu machen? Ja, also für mich ist natürlich entscheidend, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Chiemgau und ich bin geprägt worden eigentlich von ganz großer Freiheit. Also für mich ist Bayern die Liberalitas Bavariae, also jeder wie er mag, ja.
und für den, der es mag, ist das Hechte, und wenn es daneben ist, ist es auch gut. Also das ist für mich entscheidend. So bin ich aufgewachsen. Und diesen Gedanken habe ich hier gefunden, bei den Leuten, die auf mich zugekommen sind. Das heißt, wenn wir hier zusammenarbeiten, dann arbeiten wir unter diesem Begriff, ja, unter der Freiheit. Und unter der Idee, für mich ist Heimat eben etwas, was mit Geografie zu tun hat. Ich kann mir meine Heimat ohne Berge oder ohne See nicht vorstellen. Deswegen ist mein Menschenbild ein geografisches und keins, wo mein Herz sozusagen schlägt. Das ist was anderes. Ich bin eher ein Typ, der die Scholle sieht, wo er herkommt, der geht dann weg und kommt wieder zurück. Das ist für mich das Entscheidende. Also man sollte öfters daheim bleiben, dann wäre vieles nicht so kompliziert.